Heute wartet die Challenge Großes, Mittleres und Kleines Essen auf dich. Es wird sicher lustig und interessant. Willkommen bei Multidu. Wo sind unsere Süßigkeiten? Ah, da kommen sie ja. Das war's? So ein winziges kleines Auge? Moment, das war noch nicht alles. Du hast ein winziges Auge? Meins ist um einiges größer. Schaut mal, wer hier Glück gehabt hat. Genau. Ich bin hier die Glücklichste. Schaut mal, was ich bekommen habe. Habt ihr sowas je gesehen? Ich will das unbedingt probieren. Wirst du aber nicht. Viel Spaß mit einem Baby. Das ist so klein, das habe ich mit einem Bissen geschafft. Oder so. Jetzt hast du nicht mal das kleine Auge mehr. Schau, wie groß mein Ding ist. Gibst du mir ein Bissen? Was? Nein. Ich schaff das selber. Oh, wie köstlich. Wenn das so lecker ist, dann gib mir auch was. Nein, nicht anfassen. Das ist mein Auge. Ich will doch nur probieren. Nein! Das geschieht dir zu Recht. Bleib auf dem Boden und ich esse so lange. Nein, das ist mein Auge. Meins. What? Warte, ich beiß hier ab. Oh Mann, Kate, gibst du mir was ab? Geh weg. Niemand will mit mir teilen. Oh no! So ist es. Außerdem werde ich mein kleines Auge ohne dich essen. Aber wie soll ich das machen? What? Na, hast du es geschafft? Oh, ihr muss geholfen werden. Jetzt müssen wir dich retten. Oh je, passt auf. Was habe ich für gute Freunde. Die haben mich gerettet. Und mir auch noch was von meinem Auge hinterlassen. Oh nein, Chili ist gar nicht gut. Ich würde sagen, schrecklich. Ihr könnt gut reden. Schaut mal, was ich habe. Was soll ich damit anfangen? Gigantisch. Okay, keine Sorge. Wird alles gut. Cindy fängt eh als Erste an. Genau. Ich werde es schaffen. Schaut, so einfach geht das. Das ist ja überhaupt nicht scharf. Nein. Nein. Viel zu scharf. Ich brauche Wasser. Puh, jetzt geht's mir besser. Komm, Andy. Jetzt bist du dran. Ich, aber ich fürchte mich. Schneller. Ich kann nicht mehr länger warten. Oh je. Scheint, dass ich mich jetzt schlecht fühlen werde. Ich brenne. Lösch das. Wir brauchen Hilfe. Wir kommen. Die Feuerwehrmänner Cindy und Kate. Danke. Ohne euch wäre ich definitiv verbrannt. Na, Kate, jetzt kommst du aber dran. Ich habe aber keine Zeit mehr. Ich gehe besser. Nein, du gehst nirgendwo hin, bevor du das nicht gegessen hast. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde diesen Chili probieren. Das ist nicht schlecht. Das war's? Nein, nimm noch was. What? Was machst du? Wir hämmern dir den Chili ein. Mach schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind Freunde und diese Freunde müssen in Deckung gehen. Genau. Es war
an zu brennen. Ich spüre schon, wie scharf das ist. Hilfe! Mach's gut, Kate. Send uns Bilder aus dem Weltraum. Ich glaube, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe, wir haben was Leckeres. Und ich krieg was Großes. Okay, okay. Ran ans Zeug. Das soll alles sein? So ein kleiner Burger? Da hast du aber Pech gehabt. Halt die Klappe. Ich liebe Burger. Und ich hätte gerne mehr davon. What? Scheint, als würde ich am meisten haben. Darauf kann ich wetten. Hab ich's doch gesagt. Klasse. Was? Das ist voll unfair. Der sollte mir gehören. Jetzt schrei nicht. Sieh mir besser beim Essen zu. Ich bin ein ordentliches Mädchen, also werde ich eine Serviette gebrauchen. Außerdem brauche ich eine Gabel und ein Messer, um meinen Burger zu schneiden. Wir können nichts sehen. Ich erzähl dir das. Ein elegantes Mädchen schneidet ihren eleganten Burger und isst ihn. Wie lecker. Und jetzt noch den Mund sauber machen. Jetzt seid ihr an der Reihe, meine Freunde. Ich habe zu viel Hunger. Also esse ich diesen Burger so schnell wie möglich. Ich stecke ihn mir einfach in den Mund. Wie lecker. Ja, Manieren wurden dir definitiv nicht beigebracht. Wer kümmert sich schon um Manieren, wenn man so ein Leckerchen vor sich hat? Schade, dass es so klein war. Ja, ihr Armen. Nur mein Burger ist wirklich beeindruckend. Der ist so schwer, ich kann ihn gar nicht hochheben. Dann esse ich ihn einfach so. Hey! Lass dir helfen. Vergiss es. Das alles gehört mir. Ich zeig euch, wie ich das bequem und schnell mache. Ich brauche ein größeres Messer. Was soll das? Das ist auch zu klein. Ich brauche eine Kettensäge. Nein, tu es nicht. Beruhigt euch, ich brauche doch nur den Burger. Jetzt sind wir fertig. Schaut mal, wie schön. Jetzt geht das viel bequemer und schneller. Und die Hauptsache ist, dass ich mir nicht einmal die Hände damit schmutzig mache. Wirklich? Willst du mit uns teilen? Wie bitte? Niemals. Was bist du so gierig? Ich bin nicht gierig. Ich habe bloß Hunger. Wohl bemerkt, ich beobachte euch. Oh Mann. Ist mir egal. Das war köstlich. Schau dir deinen Bauch an. Schämst du dich nicht? Was? Bauch? Was soll ich jetzt tun? Ich muss dringend Sport treiben. Mann, was für kleine Pommes. Ich habe auch nicht viel mehr. Okay. Ja, Pech gehabt. Meine Pommes sind einfach gigantisch. Genug für eine ganze Armee. Am allerwenigsten hat Kate mal wieder. Lass mich in Ruhe. Zuerst muss ich mir eine richtige Brille aufsetzen. Meine Pommes sind zwar klein, aber mit einer Pinzette wird das schon gehen. Schmeckt übrigens gut. Wenn ich nur davon mehr hätte. Aber wie auch immer. Ist schade. Ich habe aber mehr. Kannst du mit mir teilen? Please. Bitte? Nein. Ich gebe das niemandem. Willst also nicht teilen? Dann werde ich dir eine Lektion erteilen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, du magst doch Pommes mit Ketchup, oder?
Ja, vielen Dank. Bitte sehr, lass es dir schmecken. Okay, here we go. Mal sehen, was du zu Pommes mit Tabasco sagst. Isst du nur, lass dich nicht ablenken. Oh, wie lecker. Oh, hier stimmt was nicht. Viel zu scharf. Oh nein, er steckt hier noch alles in Brand. Das sollte genug sein. Oh, vielen Dank. Ohne dich wäre ich sicher verbrannt. Oh Mann, meine Pommes sind jetzt nass. Ich habe dir das Leben gerettet. Streitet euch nicht. Jetzt bin ich dran. Mann, die Stücke sind so groß. Puh, wartet mal. Ich hole meinen Chopper raus. Wir probieren so lange deine Pommes. Finger weg. Das sind meine Pommes. So kann ich sie also nicht essen? Die müssen kleiner gemacht werden. Was machst du? Wie was? Ich mache mir einen ganzen Behälter mit Pommes. Schaut mal, wie viel ich geschafft habe. Voll schön, oder? So lecker und so frisch. Wir wollen auch was. Ich habe gesagt, Finger weg. Es scheint an der Zeit, zur bewährten Methode zurückzukehren. Tabasco wird ihr definitiv nicht schaden. Direkt ins Gesicht. Ah, ist das scharf. Mach's gut. Wir hoffen, wir kriegen was Leckeres. Kate, schau nach. Bloß nicht lachen. Klein, aber fein, sag ich dir. Und wie groß ist mein Donut? Gefällt mir. Er ist auf jeden Fall schön und lecker. Mit so einem coolen Loch. So groß wie mein Auge. Genauso groß wie dein Auge. Das tut weh. Schau besser nach, was du hast. Gerne. Wo ist mein Donut? Wow. Mit so einem Donut könnte man einen Elefanten füttern. Dieses Loch ist nicht so groß wie ein Auge. Da passt mein Kopf rein. Das ist ja gigantisch im Vergleich zu meinem Donut. Aber er ist trotzdem lecker. Super. Aua. Ich habe mir den Finger gebissen. Jetzt seid ihr dran. Hurra, also kann ich auch was essen. Ich werde das ganz schön schnell tun. Du isst ja wie ein hungriger Hund. Weil ich so hungrig bin wie ein Hund. Wenn du fertig bist, dann bin ich jetzt an der Reihe. Ich habe natürlich einen riesigen Donut, aber ich werde ihn so schnell essen wie du deinen. Das geht sowohl von außen als auch von innen. Oh, seltsam. Mein Kopf steckt fest. Was? Du brauchst Hilfe? Wir helfen dir natürlich. Nein. Nehmt ihn doch einfach ab. Die werden niemals Stopp machen. Ich muss mir auch noch ein bisschen schnappen. Ihr habt mich gerettet. Wir haben dich gerettet und selber was gegessen. Brokkoli, wie ekelhaft. Genau, und ich habe noch mehr davon. Hey, you. Du? Hast du gesehen, wie viel ich habe? Einfach gigantisch. Ich kann das nicht mal mit den Händen fassen. Jetzt heul nicht. Während du jammerst, habe ich Zeit, meinen Brokkoli zu essen. Ich hoffe, ich komme damit klar.
Das sieht ja schon ekelhaft aus. So ist es. Einfach schrecklich. Aber jetzt kommst du dran. Nein, zuerst kommt Kate dran. Guten Appetit. Na gut, ich versuche es. Ich hoffe, das ist erträglich. Nein, das kann ich nicht mal in den Mund nehmen. Du willst nicht? Dann zwingen wir dich dazu. Okay, lass das. Wir fahren fort. Pfui. Ich kann das nicht essen. Na komm schon, komm schon. Das ist noch nicht alles. Das wirst du mir büßen. Fürchterlich. Die tut mir sogar ein bisschen leid. Sie leidet so sehr. Ich leide, aber wie ihr seht, habe ich alles geschafft. Andy, zeig uns, wie das geht. Ich? Okay. Okay, ich bin bereit. Na los, na los, na los. Iss, 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 iss. Wir glauben an dich. Na mach schon. Okay, ich hab's fast geschafft. Aber das ist bereits zu viel. Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Ah, nee, war nur Gase. Oh mein Gott! Das ist ja noch schlimmer. Boah, was für ein Gestank. Irgendwie ist mir nicht gut. Ups. Oh-oh! Oh, no! Das ist ja eine scharfe Chili. Oh. Monika, du hast wenigstens noch eine machbare Portion. Da lässt sich nichts machen. Ich werde diese Brühe wohl trinken müssen. Was für eine feurige Challenge. Mein Kopf kocht. Oh, come on. Jetzt bin ich dran. Oh, man. Oh, my God. Oh, viel zu scharf. Ich brauche dringend ein Gegenmittel. Milch sollte helfen. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Mädels, darf ich bitte aussetzen? Oh mein Gott! Oh no! Oh nein, Lilly, trink du schön. Könnt ihr bitte die Feuerwehr rufen? Aha! Lilly, keine Angst. Das schaffen wir auch ohne Feuerwehr. Danke, aber der Temperaturunterschied war ein bisschen zu krass. Mensch, was für ein kleiner Hubba-Bubba. Das ist nicht fair. Die Schere werde ich wohl nicht gebrauchen. Awesome! Aber der Kaugummi an sich schmeckt trotzdem gut. Und passt perfekt in meinen Mund. Ich kann mir bereits vorstellen, wie groß meine Kaugummiblase sein wird. Die Schere werde ich aber gut gebrauchen können. Lecker. Aha. Lilly, hier hast du noch ein Stück. Was passiert hier? Ich platze doch gleich. Oh mein Gott! Was für ein Kaugummi. Na, jetzt komm mal her, mein Süßer. Was? Nein, ich hab doch gesagt zu mir. Okay, here we go. Ah, da bist du ja. Oh no. Hallo Mädels. Oh no. Lasst uns ein Stück abschneiden.
zu viel. What? Na also. Oh mein Gott! Ist das lecker? Wow! Monika, wo willst du hin? Die Challenge ist noch nicht um.